Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir haben das Gold-Event hier gerade in der Taverne und im Lande von Shakes and Fidget. Und der Sound ist ziemlich laut. Ah, da müssen wir direkt runterstellen hier. So, direkt mal auf 4 runtergepegelt. So, und Tink bekommen wir immer noch nicht ganz so hin, wie ich Tink haben möchte. Nämlich am liebsten betäubt und auf dem Boden. Ja, das wäre mir am allerliebsten tatsächlich. Und ja, ich hoffe, ihr nutzt das Goldwochenende schön aus, natürlich. Und ja, das Goldwochenende ist jetzt momentan nicht die einzige News, die ich für euch parat habe. Jetzt wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es gibt neue Informationen, wie die neueste Version von Shakes and Fidget auf dem Handy aussehen soll. Ja, da gab es jetzt einen kleinen Leak, mehr oder weniger. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich zeige euch das mal direkt hier. Zack, First Look. Ich weiß jetzt nicht, woher eventuell diese Quelle stammt, weil ich das auch nirgendwo im Forum oder auf irgendeiner Seite von Shakes and Fidget gesehen habe. Fand ich aber sehr interessant, das Ganze. Für die Handyspieler, für euch da draußen ist das natürlich, ja, weiß ich nicht. Was haltet ihr davon? Wie viele von euch spielen überhaupt Shakes and Fidget aktiv auf dem Handy? Also klar, zum Ausweichen natürlich. Wenn es sein muss, spiele ich auch mal auf dem Handy, das ist ganz klar. Aber ich spiele jetzt Shakes and Fidget nicht hauptsächlich auf dem Handy, muss ich sagen. Aber es gibt viele, die das trotzdem machen. Und ja, endlich braucht man das Handy nicht mehr quer halten. Ja, endlich sieht man in der Öffentlichkeit nicht wie ein verdammter Nerd aus, der die ganze Zeit das Handy quer hält, um irgendwelche Videospiele auf seinem Handy zu halten. Ja, jetzt kann man das Handy auch wie ein normaler Mensch einfach halten. Und man ist trotzdem ein verdammter Nerd, ja. Es ändert nichts an der Tatsache, aber man vertuscht so wenigstens, dass man irgendwelche Handyspiele im Querformat zockt. Das Ganze geht jetzt auch so, ja. Ziemlich cool, ich dachte, ich zeige euch das mal einmal noch hier. So sieht das Ganze aus. Sehr interessant auf jeden Fall. So ein bisschen so zum Rüberscrollen. Hier unten wahrscheinlich so den Inventar mäßig. Hier oben kann man Pilze aufladen, da kommt man auf seinen Charakter. Hier kann man die App wahrscheinlich beenden und so weiter und so fort. Fand ich sehr cool und wollte ich natürlich euch mal zeigen, zumindest für die, die es da draußen interessiert, für die Handyspieler unter euch, denke ich mal, ist das eine ganz coole Sache. Ich weiß nicht, ob ich das eines Tages auch mal irgendwann, ja, weiß ich nicht, nutzen werde im Querformat. Fand ich das eigentlich bisher mal ganz cool. Ich bin mal gespannt, wie sie den Rest des Spiels ja, umsetzen werden in diesem Format. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Jo, ansonsten, Gold-Event läuft soweit ganz gut. Natürlich immer die Quest annehmen, die ja, die am lowsten ist, sage ich mal, von der Zeit her. Immer diese 2 Minuten 30 Quest, weil ich sowieso immer am Gold-Cap bin. Deswegen gehe ich auch hauptsächlich immer noch so ein bisschen mehr oder weniger, sage ich mal, auf Erfahrung oder versuche da so ein gutes Mittelmaß zu finden. Ja, ansonsten gibt es hier viel Neues auf dem Server eigentlich nicht wirklich. Hier tut sich jetzt nicht mehr viel in letzter Zeit. Edelsteinmine, weiß ich nicht, ob ich das schon gezeigt habe, ist im Ausbau auf Stufe 24 jetzt momentan. 13 Tage, 14 Stunden noch, das Ganze. Und ja, dementsprechend sind auch die Ressourcen ein wenig runtergegangen, aber jetzt nicht wirklich so, dass mich das irgendwie interessieren sollen würde, ja. Auf Welt 27, soweit auch alles tutti frutti. So, schon mal bei den Pets, da haben wir schon alles erledigt. Und ja, auf dem berühmt-berüchtigten Fake-Account hier sind wir immer noch mit dem Kundi am Start. Und er skillt auch immer noch weiter nur Geschick, weil der Kundi immer noch sehr ungeschickt ist. Ja, deswegen das Ganze hier mit dem Geschick skillen. Da können wir auch mal hier direkt mal einen angreifen und gewinnen sogar. Das ist ja erstaunlich, muss ich sagen. Drehen wir mal ein bisschen am Rad. So, man kennt ihn. Und versuchen mal noch einen Dungeon Try zum Schluss. Und dann soll es das für heute auch wieder gewesen sein. Ein kurzes, knackiges Infovideo zum neuen Update. Achso, hier habe ich noch was aus der Toilette rausbekommen. Stärkeschuhe sind jetzt nicht großartig besser als die momentanen, die ich jetzt habe. Also von daher relativ irrelevant. Ja,
Gut, das war es soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal rein, wer alles von euch aktiv, also wirklich aktiv auf dem Handy spielt. Ja, also wirklich jeden Tag. Das würde mich mal interessieren, wie viele das von euch sind. Ansonsten war es das soweit von mir. Was haltet ihr von diesem Format hier? Kann ich das jetzt nochmal aufmachen? Nee, jetzt habe ich es weggemacht. Gut, ist auch egal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Und tüdelü.